Bereits zu Lebzeiten des sowjetischen Diktators Stalin drangen immer wieder Gerüchte über die Gräueltaten seines Regimes nach außen. Doch kaum jemand wusste etwas über den enormen Einfluss eines Mannes, der sich im Hintergrund hielt: Lavrenti Pavlovich Beria. Wir haben die sowjetische Geschichte, die stalinistische Geschichte, eigentlich immer nur als die Geschichte eines Mannes, also Stalins, betrachtet. Doch der Fall Beria zeigt deutlich, dass kein Diktator allein regiert. Er ist stets auf jene angewiesen, die ihm zuarbeiten. So erleben wir das faszinierende Beispiel eines Mannes, der durch Taktik und Manipulation bis an die Spitze gelangte. Die Lubjanka, Hauptquartier der Geheimpolizei Stalins und seines Generalkommissars für Staatssicherheit, Lavrenti Beria. In den Gefängnissen überall im Land zwang man Millionen Unschuldiger durch Berias Sieb. So nannte man die grausamen Verhöre, die von Stalin befohlen, von Beria jedoch ausgeklügelt und inszeniert wurden. 15 Jahre lang war Lavrenti Beria der gefürchtetste Mann der Sowjetunion. Es war abscheulich und ekelhaft, seine ganze Art und Weise. Außerdem war er angetrunken. Er war hemmungslos und frech. Er sagte zu mir: Wer sind Sie schon, dass ich überhaupt mit Ihnen rede? Ich könnte Sie ganz einfach vernichten, einfach so. Beria war alles Mögliche, nur kein Kommunist. Für das Wort Kommunist in all seinen Dimensionen hatte er immer nur Ironie übrig. Here we have a man who was so evil. Wir haben es bei Beria mit einem völlig bösartigen Menschen zu tun, der zahllose Verbrechen beging, gleichzeitig aber auch Dinge tat, die dem Sowjetsystem nützlich waren. Werte Genossen und Freunde, es fällt schwer, das Gefühl der tiefen Trauer, das in diesen Tagen unsere Partei, die Völker unseres Landes und die gesamte fortschrittliche Menschheit erfüllt, mit Worten auszudrücken. Stalin, der große Gefährte Lenins, der sein Werk auf geniale Weise fortgesetzt hat, ist gestorben. März 1953. Beria hält die Grabrede bei Stalins Beerdigung. Während die Sowjetunion den Tod ihres Führers betrauert, ist sein ehemaliger Stellvertreter schon dabei, vieles vom Vermächtnis des Diktators über Bord zu werfen. Doch bereits ein halbes Jahr später wird Lavrenti Beria, dessen Leistungen die große sowjetische Enzyklopädie bis dahin gepriesen hatte, aus der Geschichte herausgeschrieben. Seine Biografie wurde getilgt und durch einen Artikel über das Beringmeer ersetzt. Erst heute gelingt unter Einbeziehung jüngster Forschungsergebnisse die historisch korrekte Darstellung einer der grausamsten Figuren unseres Jahrhunderts. Lavrenti Beria wurde 1899 weit weg von Moskau in Suchumi am Schwarzen Meer als Sohn georgischer Eltern geboren. Bolschewik wurde er während der Revolution von 1917, als er für die Geheimpolizei spionierte. In den 20er Jahren regierte in Georgien Sergo Ordschonikidze, auf dem Foto links neben seinem engen Freund Josif Vissarionowitsch Stalin. Chef der georgischen Geheimpolizei war Beria. Seine Briefe an Ordschonikidze verraten, wie gut er sich auf die Kunst des Schmeichelns verstand, eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere in der kommunistischen Partei. Lieber Sergo, dein Vertrauen in mich gibt mir all meine Energie, meine Initiative und die Fähigkeit zur Arbeit. Ohne dich, Sergo, hätte ich niemanden. Du bist für mich mehr als ein Bruder oder ein Vater. Nach Ordschonikidzes Berufung nach Moskau
sollte sich dieser als ein noch nützlicherer Freund Berias erweisen. Well, basically what Beria did was he collected information. Beria sammelte Informationen über verschiedene Mitglieder der Führungsgremien. Dieses Wissen konnte er dann über seinen Mentor, Orczolikidze, der Stalin sehr nahe stand, weiterleiten. So hielt er Stalin stets auf dem Laufenden. Doch nicht immer entsprachen diese Informationen auch der Wahrheit. Aber er erreichte damit, bei Stalin den Eindruck von Vertrauenswürdigkeit zu erwecken. Das System funktionierte. Aufgrund Berias verfälschter Berichte wurde der georgische Parteiführer Orczolikidze 1931 abgesetzt. Gegen den Willen der führenden Kommunisten in Tiflis setzte Stalin Lavrenti Beria als KP-Chef Georgiens ein. In seiner neuen Funktion übernahm Beria begeistert jeden Auftrag, der Stalins Beifall finden mochte. Mitrofan Kutschaba, früher Funktionär der georgischen KP, erinnert sich an Berias Einsatz für Stalins Säuberungsaktionen. Allein in Georgien wurden in den Jahren 1937 bis 1938 30.000 Menschen verhaftet und 10.000 erschossen. Beria selbst hat die Folterungen geleitet, die Exekutionen organisiert. So hat man von den Angeklagten, sogar von Unschuldigen, Geständnisse erzwungen. Dafür gibt es viele Beispiele. Beria ließ verhaften, gleichgültig, ob die Menschen entsprechend den vielfach absurden Sowjetgesetzen schuldig waren oder nicht. Die Dadjani Makarashvili waren nur eine von zahllosen Familien, die leiden mussten, weil Beria die Verhaftungsquoten ständig steigerte, um Stalin zu gefallen. Viel, sehr viel Ungerechtigkeit und grausamste Maßnahmen wurden gegen völlig unschuldige Menschen eingesetzt. Man verhaftete meinen Mann, mich warf man aus unserer Wohnung. Er wurde der Spionage für England beschuldigt. 1937 wurde mein Mann exekutiert. Sie richteten auch meinen 82-jährigen Großvater hin, sowie zwei meiner Onkel, meinen Schwager, das Kind meiner Schwägerin und viele, viele Familienmitglieder und noch mehr Freunde. Die wertvollsten Menschen wurden ausgelöscht. Für das georgische Volk hat Beria nichts getan, außer dass er Gräueltaten beging und Leid verbreitete. Bei den kommenden Wahlen zum obersten Sowjet sind wir dazu aufgefordert, die Wahlen auf einem hohen Niveau durchzuführen, zu gewährleisten, dass am 12. Juni alle Wähler ohne Ausnahme an den Wahlurnen erscheinen und für die Kandidaten des stalinschen Blocks der Kommunisten und Parteilosen stimmen. In öffentlichen Reden verkündete Beria den Georgiern stets genau das, was Stalin wollte. Sein luxuriöses Haus an der Machiavelli-Straße in Tiflis verdankte er dem Wohlwollen Stalins. Aber er wollte noch mehr Macht. Und das bedeutete näher heran an Stalin. Einer war ihm dabei noch im Wege. Sein alter Freund und Mentor Sergo Orczolikidze. Orczolikidzes Verhältnis zu Stalin war bereits getrübt und Beria nutzte die Gunst der Stunde. Georgische Dissidenten hatten des Öfteren kritische Briefe an Orczolikidze gesandt, welche dieser jedoch ignorierte. Beria verschaffte sich Kopien dieser Briefe und sandte sie Stalin. Stalin verfügte inzwischen über einen großen Stapel von Briefen, bereits seit Beginn des Jahres 1937. Er rief also Orczolikidze zu sich und sagte, Sergo, du bist doch mein Freund. Der sagte ja. Na gut, fuhr Stalin fort. Wie passt das damit zusammen? Und er warf ihm die Briefe zu. Aber Koba, so wurde Stalin von Freunden genannt, das sind doch politische Leichen. Was für politische Leichen? Sieh dir das an, sie bedrohen mich, sie beschimpfen mich. Das muss aufhören, klar? Der Verrat seiner Freunde war zu viel für Orczolikidze.
Er erschoss sich im Februar 1937. Kurz darauf ließ Beria Mitglieder der Familie Orjonikidzes verhaften und exekutieren. Beria wollte mehr als nur für Stalin arbeiten. Er wollte sein Freund sein. Beria umschmeichelte Stalin auch im Privatleben. Er und seine Frau Nina kümmerten sich zum Beispiel rührend um Stalins Mutter in Georgien. Als sie starb, war es Beria, der den Trauerzug leitete. Ebenso umwarb Beria Stalins Kinder. Er lud sie ein, ihre Ferien zusammen mit seiner eigenen Familie in Georgien zu verbringen. Doch Stalins Tochter Svetlana empfand stets Abscheu vor Onkel Lada, wie dieser sich von den Kindern nennen ließ. Beria ließ sich von niemandem übertreffen, wenn es darum ging, dem Kreml-Chef zu gefallen. Stalins bescheidenes Geburtshaus im georgischen Gori ließ er in eine nationale Wallfahrtsstätte umwandeln. Berias ehemaliger Chauffeur, Kolja Melikischvili, erinnert sich an das wohl unverfrorenste Beispiel von Berias Speichleckerei. Beria beauftragte einen Akademiker, Erik Bedia, ein Buch über die Revolutionsgeschichte Georgiens zu schreiben, in der das Genie Stalins als Triebkraft der Ereignisse dargestellt werden sollte. Als Beria das Buch durchgelesen hatte, sagte er zu Bedia: Das ist alles prima, gut geschrieben, mir gefällt's. Aber, sagt er weiter, etwas ist falsch hier, das muss korrigiert werden. Und was konkret? Hier steht die Unterschrift des Autoren Bedia. Und stattdessen muss es heißen Beria. Denk gut drüber nach und gib mir deine Antwort. Triff deine Entscheidung. Beria, хорошо говорит, подумай, подумай и дай ответ, говорит, решение. Das Buch zur Geschichte der bolschewistischen Organisation in Transkaukasien wurde ein Riesenerfolg. Beria wurde offiziell als bedeutender Historiker und Schriftsteller gefeiert. In mehrere Sprachen übersetzt wurde das Buch zur Pflichtlektüre gemacht. Stalin had a thing about his role in Russian Revolution. Stalin gefiel sich zwar in der Rolle des Revolutionshelden, doch in Transkaukasien hatte er nur eine unbedeutende Rolle gespielt. Beria hatte eine unverblümte Verfälschung der Revolutionsgeschichte geliefert. Stalin wurde ihr Held. Mitrofan Kutschava gehörte zu den Parteifunktionären, die den Auftrag hatten, für die Verbreitung des Buches in Georgien zu sorgen. Dieses Buch war natürlich von großer Bedeutung. Ich glaube, es hatte einen starken Einfluss auf Stalins Beziehung zu Beria. Stalin ließ das Buch sogar als Serie in der sowjetischen Presse drucken. Так было или сяк, что там случилось, дальше я не знаю. Wer weiß schon, wie es wirklich war? Ich weiß nicht, was danach passierte. Aber einige Zeit später wurde Erik Bedia zum Volksfeind erklärt. Das war sein Ende. Offenbar wurde er erschossen, zusammen mit anderen, damals in Georgien verfolgten Intellektuellen. Berias zunehmende Beliebtheit bei Stalin blieb in Moskau nicht unbemerkt. Dort dauerten die mörderischen Säuberungen des Geheimpolizeichefs Nikolai Jezhov in unverminderter Heftigkeit an. Eifersüchtig auf den ehrgeizigen Parteichef Georgiens befahl Jezhov seinen Leuten in Tiflis, diesen zu verhaften. Doch Beria wurde rechtzeitig gewarnt. Im Juli 1938 unternahm er die wichtigste Reise seines Lebens. In vollem Bewusstsein, dass Jezhov ihn ausschalten wollte, fuhr Beria nach Moskau. Mit seiner Absicht, Stalin persönlich einzuschalten, setzte er alles auf eine Karte.
Beria blieb im Moskauer Hauptquartier des NKWD, der Geheimpolizei, doch nicht als Gefangener. In dem wohl kritischsten Augenblick seiner Karriere entschloss sich Stalin, ihm Beria zu glauben und nicht Jeschow. Stattdessen ernannte er Beria zu Jeschows Stellvertreter. Sein eigentlicher Auftrag war, Jeschow zu bespitzeln. Natürlich waren Berias Berichte so negativ, dass Jeschow bereits 5 Monate später entlassen und Beria sein Amtsnachfolger wurde. Nikolai Jeschow wurde zum Kommissar für Wasserwege ernannt und bald darauf erschossen. Beria, nun im Zentrum des riesigen Machtapparates der sowjetischen Geheimpolizei, wartete getreulich auf Stalins Befehle. Sein Ruf als grausamer, unbarmherziger Machthaber in Georgien war ihm noch nicht bis nach Moskau gefolgt. Sein professorales Gehabe täuschte zunächst manchen Beobachter. Что касается Берии, то на первых порах все вздохнули, потому что начались другие. Was Beria betrifft, so waren zunächst alle erleichtert, denn es kam eine neue Ordnung. Man begann, die unschuldig Inhaftierten wieder freizulassen. Man ergriff Maßnahmen, um die Methoden, die unter Jeschow angewendet worden waren, zu beseitigen. Alle dachten, Gott sei Dank, jetzt wird die staatliche Sicherheit der Sowjetunion mit rechtmäßigen Mitteln gewährleistet. Das war der erste Eindruck. Doch der Schein trug. Nur ein verschwindend kleiner Teil der erst kurze Zeit zuvor Inhaftierten wurde freigelassen. Und auch das nur aus Propagandagründen. Das eigentliche Motiv für die Freilassungen war, den Namen Jeschows in den Schmutz zu ziehen. Als weiser und gütiger Führer aller Werktätigen brauchte Stalin einen Sündenbock für die zahllosen Toten und Verschleppten der Säuberungsaktionen. Beria tat nichts, ohne sicher zu sein, dass es Stalins Zustimmung finden würde. Er hat Stalin alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Der Wechsel von Personen bedeutete nicht Wechsel der Methoden. 10. Januar 1939. Das Zentralkomitee ist der Ansicht, dass die Anwendung physischer Maßnahmen gegenüber entlarvten, bewaffneten Volksfeinden absolut angemessen und zweckdienlich ist. Josef Stalin. Die Strafanstalt Matroskaja Tischina in einem Moskauer Vorort war nur eine von vielen, die mit den Opfern von Berias neuer, nun gesetzmäßiger Terrorherrschaft überfüllt waren. Dem Wortlaut der stalinschen Aktennotiz getreu, führte Beria hier Verhöre und Folterungen bei abendlichen Besuchen persönlich aus. Für die Opfer war dies nur ein erster Schritt auf einer langen Reise durch den Gulag. Als Folge der stalinschen 5-Jahr-Pläne brauchte die schnell vorangetriebene, technisch rückständige Sowjetwirtschaft Unmengen an Arbeitskräften. Historiker wissen bis heute nicht genau, wie viele willkürlich Verhaftete in die vom NKWD betriebenen Zwangsarbeitslager geschickt wurden. Es müssen Millionen gewesen sein. Beria war ein Praktiker. Er wusste, dass aus Gefangenen nicht viel herauszuholen ist, wenn man sie hungern und wie die Fliegen sterben lässt. Auch wenn es in den Lagern und bei der Zwangsarbeit schrecklich blieb, war er intelligent genug, die Lebensmittelrationen zu erhöhen und Bedingungen zu schaffen, die halbwegs effektive Arbeitsleistungen der Gulag-Insassen einbrachten. Das Gulag-System leistete einen gewaltigen Beitrag zur Sowjetwirtschaft. Seit die Macht in der Sowjetunion nur noch von Stalin allein ausging, wusste Beria, dass er lediglich Stalin bei Laune zu halten brauchte, um ansonsten freie Hand zu haben. Als Fußballfan erwartete Beria von seiner NKWD-Mannschaft Dynamo natürlich Siege am laufenden Band. Dem stand vor allem ein Mann im Weg, der Mannschaftskapitän von Spartak Moskau, Nikolai Starostin. Es lebe das große sowjetische Vaterland. Es lebe der große Genosse Stalin. Ein Hurra dem Sport. Nikolai Starostin war Beria schon in den 20er Jahren begegnet, als dieser noch aktiv für Dynamo Tiflis spielte. Ich spielte rechts den linken Verteidiger,
Ich spielte als Stürmer rechts außen und Lavrenti Pavlovic halb links im Sturm der georgischen Mannschaft. Und dadurch trafen wir im Spiel direkt aufeinander. Aber trotzdem waren die Beziehungen zwischen uns beiden, auch später noch, wie eben zwischen Sportlern, hervorragend. Doch gegen Ende der 30er Jahre waren aus Verias Dynamo und Starostins Spartak-Team erbitterte Rivalen geworden. Lange Zeit hindurch waren beide einander ebenbürtig, doch dann hatte Spartak, dank Nikolai Starostin und seiner drei jüngeren Brüder, die Führung übernommen. Blinder Neid brachte Beria dazu, den Spartak-Vorsitzenden Kosarev eigenhändig zu verhaften und in der Lubjanka verhören zu lassen. Und dort sagte er aus, er habe eine terroristische Gruppe organisiert und mich, Nikolai Starostin, angeblich an ihre Spitze gestellt. Daran seien eine Menge Sportler beteiligt. Und Hauptziel dieser Gruppe sei es, Stalin umzubringen. Dieser vorgebliche Anschlag auf das Leben Stalins sollte angeblich bei der alljährlichen Sportparade auf dem Roten Platz stattfinden. Nikolai Starostin, der hier über dem Fußball steht, habe ein Gewehr unter seinem Trikot hervorziehen und Stalin auf dem Mausoleum erschießen sollen. Das Gericht hat uns nicht des Terrorismus für schuldig erklärt. Das konnte nicht nachgewiesen werden. Aber wir wurden wegen antisowjetischer Agitation verurteilt. Hauptsächlich wegen Verherrlichung des bourgeoisen Sports. Ich muss sagen, Lavrenti Pavlovic sah selbst ein, dass wir nichts Böses gegen Stalin im Sinne hatten. Ich meine, das hat er nicht einmal selbst geglaubt. Die Brüder Starostin wurden für 10 Jahre ins Lager geschickt. Andere Spieler der Spartak-Mannschaft folgten ihnen. Während der nächsten 5 Jahre gewannen der NKWD-Club Dynamo des Sportsfreundes Lavrenti Beria die All-Unionsmeisterschaften. Wie schon in Georgien, sicherte Beria auch in Moskau seine Karriere durch den Ausbau seiner engen Beziehungen zu Stalin ab. Ein weltpolitisches Ereignis kam ihm gerade recht, um noch einen Schritt weiter voranzukommen. Am 22. Juni 1941 griff Deutschland die Sowjetunion an. Mehr denn je scharte Stalin jetzt Männer seines Vertrauens um sich. Beria erhielt einen Sitz im mächtigen, fünfköpfigen Kriegskabinett. One of the most important roles in terms of his relationship with Stalin was the fact that he was policeman for the Red Army. Eine der wichtigsten Funktionen war für Stalin Berias Rolle als Polizist der Roten Armee. Mit Ausbruch des Krieges erhielt das Militär eine enorme Bedeutung. Stalin begegnete seinen Generälen von jeher mit Misstrauen. So war es für Stalin von großer Wichtigkeit, dass Beria mögliche Illoyalitäten unterband. Beria und sein Stellvertreter Abakumov vollzogen ein wahres Terrorregime in der Roten Armee. Im Krieg wie im Frieden war Beria ständig bereit, Stalins Verfolgungswahn Nahrung zu geben, stets begleitet von Massenverhaftungen und Exekutionen. SMERSH, Tod den Spionen, hieß eine Sonderabteilung des NKWD, die Hunderttausende von Soldaten, Zivilisten und heimkehrenden Kriegsgefangenen verhaftete
und ihnen Arbeit für den Feind und Landesverrat vorwarf. Nicht einmal Generäle wurden verschont. Stalin betrachtete zum Beispiel Marschall Zhukov, dem populären Helden der Schlacht um Moskau, als gefährlichen Rivalen. Zhukov wurde daher von Beria hartnäckig schikaniert. Mai 1945, Sieg der Alliierten in Europa. Doch hinter der demonstrativen Eintracht misstraute Stalin seinen westlichen Verbündeten und deren Politik. Für Beria gab es neue Arbeit. Marschall Zhukov wurde Opfer der Paranoia Stalins. In dessen Augen hatte er zu sehr mit westalliierten Kommandeuren fraternisiert. Man warf ihm Mangel an Zurückhaltung vor und verbannte ihn auf einen entlegenen Posten in Südrussland. Zhukov hat Beria diese Erniedrigung nie verziehen. Nach dem gewonnenen Krieg setzte Stalin neue Prioritäten. Er verlangte eigene Nuklearwaffen für die Sowjetunion. Der Mann, den er als Leiter dieses äußerst geheimen Projekts beauftragte, war Lavrenti Beria, jetzt Marschall der Sowjetunion und Träger des Leninordens. Von diesem Büro im Kreml aus baute Beria eine riesige, völlig geheime Industrie auf, um Stalins Wunschtraum zu erfüllen. Er war vielleicht der erfolgreichste Organisator der Sowjetunion. Von Kernphysik verstand er allerdings wenig. Professor Igor Golovin erinnert sich an eine Begegnung mit Beria anlässlich einer Führung durch eine neu errichtete Nuklearanlage. In diesem Moment drehte er sich um, schaute mich an und unsere Blicke trafen sich. Und mir war sofort klar, dass Beria nichts verstanden hatte. Im Funkeln seiner Augen, die er schnell wieder abwandte, sah ich, auch er hatte gemerkt, dass mir klar war, er hatte nichts verstanden. Ich bekam eine Gänsehaut. Es war gefährlich, wenn er so etwas bemerkte. Allen war klar, wer Beria war und welche Rolle er im damaligen stalinistischen Terrorapparat spielte. Mit den Jahren verfeinerte Beria seine Techniken im Umgang mit Stalin. So hatte er gelernt, dass für gute Nachrichten stets er der Überbringer sein musste. Am 29. August 1949 glaubte Beria, eine sehr gute Nachricht für Stalin zu haben. Nachdem der atomare Sprengsatz hochgegangen war, waren alle entzückt von diesem grandiosen Anblick. Und Beria beschloss, dass es an der Zeit sei, Stalin in Moskau Meldung zu machen. Stalin antwortete gelangweilt, er wisse es bereits. Beria war schockiert. Er hatte interessierte Nachfragen erwartet und erst später kam ihm in den Sinn, dass ihm jemand zuvorgekommen sein musste. Während er die Kommandozentrale verlassen hatte, um sich die emporsteigende Explosionswolke anzuschauen, musste jemand anderes Stalin angerufen haben. Das konnte nur der General gewesen sein, der neben dem Telefon saß. Außer sich vor Wut ging Beria auf ihn los. Sie spionieren mir nach, sie üben Obstruktion gegen mich. Ich werde sie zu Staub zermahlen. Er war völlig außer sich. Beria schmückte sich gern mit den Erfolgen anderer. Sein Ansehen wuchs. Ein prächtiges Haus in Moskau unterstrich seinen Status als führendes Mitglied des Politbüros. Doch war seine Ehrbarkeit nur eine Fassade, berichtet sein ehemaliger Leibwächter Oberst Zarkisow. Beria machte aus mir einen Zuhälter. Oft dachte ich über Berias Verhalten nach und wurde zornig darüber, dass ein solch unmoralischer und zügelloser Mensch Mitglied unserer Regierung sein konnte. Oberst Rafael Zarkisow. In einem Wagen fuhr er langsam durch Moskau, schaute sich die Passanten an. Sobald er eine hübsche Frau sah, ergriff Zarkisow alle Maßnahmen, um festzustellen, wer sie war und wie sie hieß, ihre Adresse, Telefonnummer.
Oder er hat sie direkt angesprochen, ob sie denn nicht Gast des Volkskommissars Берия sein möchte. It's interesting to speculate as to whether Stalin actually knew about what Берия was doing. Die Frage ist, ob Stalin eigentlich wusste, was Берия so trieb. Anfang der 50er Jahre war Moskau voller Gerüchte darüber, dass Берия junge Frauen aufsammelte, um sie zu vergewaltigen. Es fällt schwer zu glauben, Stalin hätte davon nichts gehört. Stalin selbst war ein sehr asketischer Mann und man könnte annehmen, dass er so etwas missbilligt hätte. Doch aus irgendwelchen Gründen drückte er wohl ein Auge zu. Stalin drückte sogar ein Auge zu, als Берия auf eine der berühmtesten Schauspielerinnen Russlands Appetit bekam. Татьяна Окуневская hatte Verwandte im Gefängnis und Берия beschloss, sie damit zu erpressen. Als ich rauskam, stand da schon der Wagen. Ich ging näher heran. Es war kalt. Derselbe Oberst stieg aus. Er sprang vom Vordersitz und öffnete mir die Tür. Ich wollte etwas sagen, aber blitzartig, das war schon rein kriminell, drückte er mit einer Hand meinen Kopf herunter und stieß mich ins Auto. Ich schlug mit dem Gesicht direkt auf Берias Knie. Und im selben Moment fuhr der Wagen los. Oberst Sarkisow fuhr zu Берias Datscha außerhalb Moskaus. Es war ein schreckliches Erlebnis. Er zog sich aus, wälzte sich auf dem Bauch in diesem prachtvollen, mit Rüschen verzierten Bett und er starrte mich ununterbrochen an. Er ähnelte einer Qualle, nein, einer dicken, ekelhaften Kröte. Dann sagte er, lass uns zu Abend essen, Sie sind hier ganz weit weg. Schreien nützt dir gar nichts. Egal, was Sie machen, Sie sind in meiner Gewalt. Überlegen Sie sich deshalb, Ihr Benehmen. Was ist? Wollen Sie weiter schweigen und nichts essen? Ich schwieg, denn ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sogar jetzt, mit meinen 80 Jahren, weiß ich nicht, was ich hätte machen sollen. Даже сейчас бы уже, извините, в мои 80 лет, я бы просто не знала, что делать. И вот, вот до сих пор прошло столько лет. Ich habe noch einen klaren Kopf, aber ich weiß es immer noch nicht, obwohl so viele Jahre vergangen sind. Man kann mich einschüchtern, mich berauben, mein Haus niederbrennen. Aber schon im Lager wusste ich, wenn ich, Gott behüte mich davor, vergewaltigt werde, dann bringe ich mich um. Das war schon wie eine fixe Idee. Татьяна Окуневская wurde später verhaftet und verbrachte 7 Jahre in Zwangsarbeitslagern. In Stalins Datscha außerhalb Moskaus musste auch Берия ein wenig leiden. Allabendlich versammelte Stalin hier seine Getreuen um sich. Niemand wagte sich diesen Einladungen zu entziehen. Stalin veranlasste die Männer, sich zu betrinken und sich lächerlich zu machen. Das vermittelte ihm ein Gefühl von Macht. Берия, Khrushchev, Malenkov und die anderen waren Stalin ausgeliefert. Sie alle waren gezwungen, um die Gunst des alternden Diktators zu buhlen. Берия fungierte als eine Art offizieller Wortführer. Er riss zotige Witze und spielte seinen Regierungskollegen primitive Streiche, legte ihnen zum Beispiel Tomaten auf den Stuhl, bevor sie sich setzten. Er spielte sich gern vor Stalin auf und sorgte bei diesen Gelegenheiten für Belustigung. Trotz aller äußerlichen Jovialität, Stalins Verhältnis zu Берия war getrübt, als der Herrscher am 21. Dezember 1949 seinen 70. Geburtstag im Kreml feierte. Lieber Josif Vissarionovich, leben Sie unserer Heimat zur Ehre.
Leuchten Sie uns mit Ihrer Flamme, auf dass die sowjetische Großmacht Tag für Tag stärker und blühender werde. Stalin hatte keinen konkreten Grund, Beria zu misstrauen, doch hatte ihn das noch nie gehindert, zu tun, was er wollte. Als er Beria loszuwerden suchte, wandte er sich an eine bewährte Adresse, die Lubjanka. Stalin versicherte sich der Unterstützung des Beria-Stellvertreters zu Kriegszeiten, Viktor Abakumov, Chef des NKWD, hier rechts im Bild. Die Geschichte wiederholte sich. So wie Stalin Beria benutzt hatte, um dessen Vorgesetzten Jezhov zu beseitigen, sollte nun Abakumov Beria vernichten. Abakumov drängte uns, ihm Belastungsmaterial gegen Beria zu geben. Sogar weniger erfahrene Mitarbeiter der Staatssicherheit, geschweige denn die mit langer Berufsroutine, verstanden auf Anhieb, da braut sich etwas zusammen. Früher hatte Abakumov Angst, Meldungen über Beria an Stalin weiterzuleiten. Er wusste von den guten Beziehungen zwischen den beiden. Jetzt aber musste sich etwas verändert haben. Das Verhältnis zwischen Stalin und Beria war gestört. Stalin und Abakumov richteten ihren ersten Schlag gegen Berias Hausmacht in Georgien. Die Herzen aller georgischen Arbeiter sind mit Freude erfüllt. Am 9. März trafen die Wähler in Tiflis den ruhmreichen Sowjetaktivisten, den aufopfernden Kampfgefährten des großen Stalin, den Stolz des georgischen Volkes, Lavrenti Pavlovich Beria. Zahlreiche Anhänger Berias in Tiflis stammten aus der georgischen Region Mingrelien. Ihnen warf man nun Korruption und Verschwörung vor. Beria, selbst ein Mingrelier, erkannte, dass der sogenannte Fall Mingrelien ein kaum verschleierter Angriff auf ihn selbst war. Nach seiner Rückkehr in den Kreml wurde der Fall im Politbüro diskutiert. Während der Politbürositzung begann Stalin, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Malenkov, direkt einen Erlass zur Lage in Mingrelien zu diktieren. Er sagte, man müsse sogar die Deportation der Mingrelen in Erwägung ziehen. Daraufhin erhob sich Beria und fragte, ob er selbst vielleicht auch deportiert werden sollte. Stalin erwiderte, wenn nötig, auch sie. Daraufhin verließ Beria die Politbürositzung und knallte die Tür laut hinter sich zu. So etwas hatte sich noch nie jemand erlaubt. Auch Berias Machtbasis in Moskau, wo Chruschtschow als Parteivorsitzender amtierte, geriet unter Beschuss. Seine Freunde wurden aus Schlüsselpositionen im Sicherheitsdienst verdrängt, was nichts Gutes verhieß. Als im Herbst 1952 der 14. Parteitag der KPdSU zusammentrat, war das Verhältnis zwischen Stalin und Beria so angespannt, dass ihn nur noch ein Wunder hätte retten können. Am 1. März 1953 geschah das Wunder. In der Nacht nach einem wüsten Saufgelage in Stalins Datscha erlitt der Diktator einen Schlaganfall. Als die Wachen Beria und die übrigen Mitglieder des inneren Kreises alarmierten, gaben diese Order, ihn erst einmal auf dem Sofa liegen zu lassen. Als mehrere Stunden später Ärzte hinzugerufen wurden, war es zu spät. Josif Vissarionowitsch Stalin starb am 5. März 1953. Beria wurde vorgeworfen, die medizinische Behandlung verhindert zu haben. Doch das Gleiche traf auch auf die übrigen Regierungsmitglieder zu. Ich denke, sie alle fürchteten Stalin so sehr, dass es niemand wagte, Hilfe zu holen, die möglicherweise nichts mehr bewirken konnte. Und vermutlich wollten wohl auch alle, dass er stürbe, wobei Beria sicher am meisten Grund hatte, Stalins Tod zu wünschen. Берия не выразил ни малейшего горя. Beria zeigte nicht den Hauch von Betroffenheit oder Trauer. Er sagte, wie Sie wissen, ist Stalin tot und man muss gewährleisten, dass die Beisetzung ohne Zwischenfälle verläuft. Alles muss wie am Schnürchen laufen. Allen war klar, dass er Stalin nicht liebte, dass er ihn nur gefürchtet hatte. Er hat sich Stalin genähert, um ihm gefällig zu sein, um unter Stalin einen seinen Bestrebungen entsprechenden Posten im Staat und in der Partei zu bekleiden.
и быть под рукой Сталина на соответствующем его стремлением государственном и партийном посту. Народы нашей страны могут быть... Im Rennen um die Nachfolge Stalins sicherte sich Берия sofort wieder die Kontrolle über den Sicherheitsapparat und überrumpelte damit seinen Rivalen Khrushchev. Da ihm klar war, dass weder die Öffentlichkeit noch das Politbüro einen zweiten Georgia an der Spitze dulden würden, förderte Берия den Aufstieg seines Freundes Georgi Malenkov. Als eigentlicher Machthaber hinter dem Staatschef steuerte Берия einen völlig unerwarteten Kurs. Er entließ 1 Million Gefangene aus den Lagern. Dadurch hoffte er wohl eine Entspannung der Beziehungen zum Westen und eine Begrenzung des Einflusses der kommunistischen Partei herbeizuführen. Weshalb, bleibt rätselhaft. Vielleicht suchte er jetzt, sich bei den Sowjetvölkern ebenso beliebt zu machen wie einst bei Stalin. Берias Gegner im Politbüro waren alarmiert. Nach Stalins Tod wurde Берия Chef des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten und sein Kurs war auf die Spitze des Staates gerichtet. Daran hatte niemand auch nur den geringsten Zweifel. Er erließ Direktiven, ohne Malenkov, Khrushchev oder andere Politbüromitglieder zu fragen. Man spürte förmlich, Берия will die absolute Nummer 1 werden. Und es würde sich bald zeigen, mit welchen Methoden er an sein Ziel gelangen wollte. Aber dann kam der Beschluss des Politbüros, Берия zu verhaften. То решение, которое было принято Политбюро об аресте Берии. Хрущев überredete Malenkov, Берия zu verraten und wandte sich dann an die Rote Armee. Er schleuste seinen alten Kriegskameraden Marschall Zhukov in den Kreml und ließ durch ihn Берия während einer Sitzung des Politbüros am 26. Juni 1953 verhaften. In der darauffolgenden Woche versuchten Khrushchev, Malenkov und die übrigen Verschwörer in einer geheimen Sitzung die ungesetzliche Festnahme ihres Politbürokollegen durch eine Rufmordkampagne zu rechtfertigen. Hier einige Zitate. Er schlug seine schmutzigen Krallen fest in die Seele des Genossen Stalin. Er wusste, wie man anderen seinen Willen aufzwingt. Erst heute wird uns klar, wie fremd er uns doch ist. Wir haben es mit einem Feind der Partei zu tun, mit einem internationalen Agenten und Spion, einem Feind des Volkes. Das Zentralkomitee beschließt, sich von diesem Subjekt, das sich in die Partei eingeschlichen hat, zu trennen. Берия war ein großer Schurke und Fälscher. Jedermann weiß, in der Person Берias steckt ein Verbrecher. Берия antwortete auf die Angriffe seiner Kollegen mit einem Brief aus der Haft an Malenkov. Lieber Georgi, ich habe die notwendigen Schlüsse aus der Kritik des Präsidiums gezogen. Obwohl ich annahm, einen Beitrag in der Führung leisten zu können, hat sich das Zentralkomitee anders entschieden. Im Namen Lenins, Stalins, der Einheit unserer Partei und des Wohles unseres Landes bitte ich dich, Georgi, meiner Familie zu helfen. Lavrenti Берия. One of the ironic things about the whole Берия case. Zu den ironischen Aspekten des Falles Берия zählt, dass er eines Verbrechens beschuldigt wurde, das er vermutlich nicht begangen hat. Des Verrates an der Sowjetunion. Seine wirklichen Verbrechen, die Morde, seine Verantwortung für die Ermordung tausender von Menschen kamen nicht zur Sprache, weil seine Kollegen mitschuldig waren. Sie wollten nicht über die schrecklichen Dinge reden, die in den 30er und 40er Jahren geschehen sind. Deshalb Landesverrat als Vorwand. Das Zentralkomitee organisierte die damals üblichen spontanen Arbeiterversammlungen, in denen der Verbrecher angeprangert wurde. Die Teilnehmer der Kundgebung bedeckten den niederträchtigen Hochstapler mit Schande, den Agenten des ausländischen Kapitals Берия, und sie begrüßten die entschlossenen und rechtzeitigen Maßnahmen des Präsidiums des Zentralkomitees. Nach offizieller Darstellung wurden Берия und seine engsten Untergebenen im Dezember 1953 hier im Moskauer Militärhauptquartier zum Tode verurteilt. Nähere Einzelheiten liegen noch immer im Dunkeln. Ein alter Parteigenosse Берias aus Georgien ist das einzige noch lebende Mitglied des damaligen Gerichts. Keiner der anderen Angeklagten bettelte um sein Leben.
Nur Beria hat täglich 3 bis 4 Mal seine Bitte wiederholt, sagt Chruschtschow, er soll mir das Leben retten. Das Urteil des Gerichts wurde am 23. Dezember 1953 vollstreckt. Er zog ein weißes Tuch aus der Tasche und verband ihm die Augen. Dann kamen Uniformierte und fesselten ihn an die Wand. Unter den bei der Exekution Anwesenden war auch General Batizki. Batizki machte 2, 3 Schritte vorwärts, hob seine TT-Pistole, zielte und erledigte ihn mit der ersten Kugel. So lief es ab. Beria wurde verbrannt. Seine Asche wurde vermutlich über einem der anonymen sogenannten öffentlichen Gräberfelder auf dem Donskoi-Friedhof verstreut, genauso wie die Asche zahlloser seiner Opfer. Berias Ende war so, wie er es 10 Jahre zuvor selbst vorausgesagt hatte. Stalin был в гостях у Берия в Гаграх на даче. Stalin besuchte Beria auf dessen Datscha in Gagra. Während des Mittagessens sagte Beria zu Stalin: Ich weiß, Genosse Stalin, dass ich, nachdem Sie von uns gegangen sein werden, in große Schwierigkeiten kommen werde. Nach Ihnen bin ich erledigt.